Hallo damit, herzlich willkommen zurück bei Resident Evil 2. Ja, jetzt sind wir zurück auf dem Weg in die Parkgarage. Jetzt haben wir das zweite Elektronikteil. Und ich hoffe mal, wir kommen jetzt heute gut weiter. Aber bitte nicht vergessen, wenn ihr es euch gemacht habt, klickt unten auf Abonnieren. Daumen hoch, wäre richtig geil. Also ich habe noch ein paar Kräuter. Muss mal schauen, ob ich sonst noch hier irgendwas habe, was ich mitnehmen kann. Nö. Ich meine, trag mein Tresor, ich werde das nur nicht aufmachen. Ich kann mir schon ahnen, was da drin ist. Ja, aber auch keine Verteidigungs... Ah doch, ja, das Messer, aber ich hätte vielleicht auch gerne eine Blendgranate oder so. Ach, und ich hab was offscreen mir mal austestet. Mr. X taucht hier nicht auf. Also in dem Bereich hier. Ich hab's mal ausprobiert, der geht nicht durch die Tür. Das war lustig, kannst du halt voll trollen, weißt du. Das fand ich toll. Ich renne noch ein bisschen zu schnell gerade hier rein. Weil nicht, dass nur irgendeine Überraschung hier ist. Ja, die Lightning Hawk möchte ich jetzt erstmal nicht hernehmen. Da war... Okay. Ich meine, ich habe hier schon alles klar. Hier war noch ein Film. Wobei, wenn ich schon mal hier bin... Die ist immer ein bisschen zu nahe an der Tür. Der Film. Nehmen wir den halt mal mit, wenn ich halt schon mal da bin. So. Ich meine, da hinten ist, glaube ich, eine Mr. Raccoon-Figur. Ach, was ist was? So. Machen wir bumm. Ja, ich weiß, es hat ziemlich kehrt. Jetzt rampelt's da hinten, hey. Aber ich muss da hinten nicht mehr hin. Von dem her. Naja, das war mir nur wichtig. Ja, wo die am Boden lagen, hätte ich Raccoon mit dem Messer kaputt machen können. Ich denke mal, das gibt am Ende wahrscheinlich einfach nur eine Trophäe. Wenn du alle Figuren zerstörst. Hier ist sonst so großartig was... Weil ich sage jetzt, wenn was rot ist, dann ist da noch was. Da natürlich jetzt das. Hier ist im Büro noch was, was ich mal holen kann. Da ist natürlich noch das Kampfmesser. Die Munition, die ich nicht aufgesammelt habe. Da ist ja noch die Gürteltasche drin. Aber da ist halt auch ein Lücker, weißt du. Mock ihn nicht. Hi, guys. Lul! So. Lass dich mal nicht so hängen, Kollege. Okay. Also, was wollte ich jetzt? Genau. Das nächste Elektronikteil rein tun. Blub. Boah, ich hätte jetzt gekotzt, wenn ich das nicht mitgenommen hätte. So, jetzt muss man natürlich hier das machen. Dass das Ganze Strom hat. So. Hat's. Ist eigentlich nicht schwer. Und ich weiß, ich habe erst zwei Schuss verbraten, aber trotzdem. Da ist was zum Lesen. Ja, bei ihm bekomme ich ja dann... was war das, für, dass ich bei der Parkgarage rauskomme, glaube ich. Irgendwas. Was ist da? Oh ja, du, mittlerweile nehme ich es mit. Bens Notiz. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrant. Die ultimative Biowaffe. Vor dem Mistkerl in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier herumwandert. Die haben ihm wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Ja. Den wir gesehen haben. Mit dem Hurt. T103. Also Tyrant 103. Auch genannt Mr. X. Oder T00. So, jetzt nehmen wir mal das. Das war nämlich das Einzige, was ich hier noch brauche. Was haben wir denn da? Ja, aber das erklärt nicht die Gerüchte über das Waisenhaus. Ich finde, es ist ein zu großer Zufall, dass Umbrella einer der Stifter ist. Sie sagten, in diesem Interview ginge es um das neue Stipendium von Umbrella.
Kommen Sie, Annette, das interessiert doch keinen. Die wollen mehr über das G-Virus wissen und das... Wo haben Sie davon gehört? Und das verdammt große Loch mitten in der Stadt, von dem man übrigens munkelt, es führe direkt in Ihr Untergrundlabor. Also, werden Sie mir jetzt antworten, oder... Dieses Interview ist vorbei. Miststück. Gibt's ein bisschen mehr jetzt? Transkribiertes Interview. Muss ich jetzt nicht nochmal vorlesen. Hab mir ja gerade gehört. Ja, Untergrundlabor, G-Virus. Mhm. Bisschen mehr ist noch in Teil 1. Garagenschlüsselkarte. Jetzt kommen wir hier raus. Durch die Tiefgarage entkommen. Hinter was sind die her? Oh, Jesus. Kann ich denn nicht? Bringt das hier eigentlich was? Oh! Was habe ich hier jetzt aufgemacht? Ah! Guckt ihr schon wieder, Mr. X? Nein? Nice! Und, jetzt komme ich hier außen raus. Oh, das ist perfekt. Das ist nicht perfekt. Das ist nicht perfekt. Nein. Ich wollte schon. Aber ich hab's gelassen. Ich hab's gelassen. Hi. Oh yeah! Ich habe nicht meinen Heilkraut gebraucht. Wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Oder so? Ich schätze, du hast die Karte? Ja, und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Wirklich? Wenn ich es gehört habe. Erst nichts wie raus. Gut, und weit weg von dem Tyrant. Aber das habe ich jetzt recht gut überlebt. Weil hier ist jetzt eigentlich nichts mehr, was ich brauche. Siehst, bei Zellen, das ist auch nicht mehr rot. Da gehe ich garantiert nicht mehr hin. In den Zellen gibt's nichts, by the way. Wir sollten vielleicht das Tor aufmachen. Ja, das wäre eine tolle Idee. Was meinst du, was ich vorhatte eigentlich? Beep, beep. Boah, endlich mal raus hier, ey. Endlich mal. Ich sehe da was. Ja. Gut. Haben wir jetzt soweit alles. Was mit Ada reden? Okay, die hört sich jetzt das an, okay. Kann ich ein bisschen schauen, ob es hier irgendwas gibt. Waren das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Was ist mit dir? Versuchst du die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe. Dann viel Glück damit. Okay, er flackt nichts rum. Aber ich sehe schon den Waffenladen. Den gab es im Original auch. Im Original bist du ja gleich am Anfang hinkommen. Zu dem Waffenladen. Okay. Hier ist halt einfach mal... nicht so Munition. Ja. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Genau, spring da mal runter. Hey, Leon hätte das im vierten Teil machen können. Der ist auch aus riesigen Höhen da runtergesprungen, ohne Schaden zu nehmen. Das mit dem Regen, das sieht echt verdammt nice aus. Das wäre
Chaos. Okay, was haben wir hier so? Was sehen meine Eugen da? Ja, Eugen. Meine Äuglein. Ich wollte Äuglein sagen, nicht Eugen. Langer Lauf für die Schrotflinte. Kann ich das so? Ja. Baut zwar zwei Plätze, aber jetzt müsste es vom Schaden her auch besser sein. Hier? Oh, Handgranate. Jetzt habe ich wieder kaum Platz mehr, weißt. Ist da sonst was? Oh, da ist sogar noch irgendwas. Vielleicht da hinten. Ja. Pistolenmunition. Sehr wichtig. Ja. Jetzt sind wir hier fertig. Also nichts mehr, was ich aufsammeln kann. Nicht bewegen. Ich werde nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drinbleiben. Daddy? Ja, Daddy ist hier. Bin hier. Okay? Die verfluchten Dinger da draußen. Das tun sie uns an. Sie sind Cop. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Das weiß doch er nicht. Sie war unser kleiner Engel. Mami schläft schon, Kleines. Okay? Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie! Lassen Sie uns allein, bitte. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Wir überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Also ich denke mal nicht, dass er seine Tochter getötet hat. Ich denke mal, das hat er nicht übers Herz gebracht und hat sich selber dann umgebracht. Gehe ich jetzt sehr stark davon aus. Okay, hier ist eigentlich nichts und da kannst du auch wahrscheinlich nicht rein. Nee, da kannst du nicht rein. Ich denke mal, der hat sich halt selbst das Leben genommen. Du kennst die Umbrella Corporation, ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Die haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Und das kann man auch im ersten Teil schon. Nicht nur Zombies und so. Die ganzen Hunde. Hunter im ersten Teil, Tyrant. Und deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Ja, erstmal sie finden. Da. Moment mal, geht's in die Kanalisation.
Ich hoffe, wir kommen irgendwann nochmal in die Polizeistation. Hier kommen wir zu Annette. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Nach dir. Oh, danke. Warte. Ja, geh nicht da runter. Nee. Aber hier ist... Nö, hier ist einfach nichts mehr. Ich meine, okay, ich habe jetzt hier das Waffen-Upgrade. Ich meine, klar, die Matilda wäre im Nachhinein gesehen doch vielleicht die klügere Wahl. Allein wegen den Dreiersalben. Aber das überlege ich mal noch. Ab und zu mache ich es mir selber einfach nur schwerer. Licht wäre nicht schlecht. Ich meine, ja, ich habe hier ein bisschen Licht, aber da könnte auch mal seine Taschenlampe anmachen. Schwer vorstellbar, eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. America! Ich meine, hier, denk mal, liegt jetzt nicht unbedingt Munition rum. Ich meine, in der Kanalisation Munition lagern. Hm. Scheiße! War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Was ich eigentlich sagen wollte, das sieht auch richtig nice aus. Was zum Teufel? Oh Junge, der war riesig. Da reicht nicht mal mehr meine Schrotflinte. Lightning Hawk. Ach lol, da geht's weiter. Ich kann speichern und ich habe eine Truhe. Was tue ich eigentlich rein? Ich habe kein rotes Kraut. Dann tue ich das Kraut rein, den Film und das Spray. Ja, die lassen wir mal drin. So. Okay, ich habe zumindest noch 5 Plätze frei. Das war eigentlich gar nicht so schlecht. Hier liegt sonst nichts, aber speichern. Ich hoffe, dass eine 4 kommt jetzt dann nicht irgendwann her. Aber ich meine, zur Sicherheit haben wir ja gespeichert. Und wieso kommt... Ada? Kommst du nicht mit? Ada? Du schaust hier einfach nur da beim Gitter hin, okay. Und ich muss allein weiter. Naja, story of my life. Ach, nee. Jetzt kommt sie mit. Ja. Naja, die Tür geht auf. Und Ada steht noch rum, okay. Da ist irgendwas entlang kuscht. Ich mag das nicht. Munition. Jetzt finde ich hier wenigstens mal wieder genug Munition. Schießpulver auch nicht schlecht. So große Schießpulver. Für mehr Pistolenmunition. Schon wieder? Es ist nicht zu spät umzukehren, Leon. Okay. Du hast mich bis zum Schluss am Hals. Na. Ich hau jetzt nicht ab. Weiß ich schon immer gern auf die... Warte mal, ich hab da was übersehen. Nee, den Fehler mach ich nicht nochmal. Wenn da nämlich was ist... Will ich's gern haben. Aber wo? Was? Das ist halt die Sache, weißt? Also hier ist mir nichts. Warte, dann gehen wir nochmal kurz zurück, weil ich würde gern, wenn er Munition liegen sollte, das gern einsammeln. Hier nächstes war... der Anfangsbereich. Ich habe doch da nichts am Boden liegen sehen. Oder... Nee. Ach, lol. Okay. Ich sag nichts mehr. Jetzt haben wir erstmal genug Pistolenmunition.
Nee, wenn nur was Rotes. Also ich schaue immer dann, dass ich den Bereich genauer untersuche, bevor ich den Bereich verlasse. Weil, wie gesagt, sowas, wenn ich nicht aufhebe, naja, das ist halt dann für später ein bisschen blöd. Weil Heilkräuter, wenn ich übersehe, wäre ein bisschen doof, genauso wie Munition. Das Kampfmesser, sollte ich nochmal in die Polizeistation kommen, vielleicht werde ich mal das Kampfmesser doch noch holen. Also das überlege ich mal zumindest. Da geht's tief runter. Ah. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Bumm. Warte da. Jesus! Das Krokodil! Leon! Schnell raus da! Ja, schnell! Oh, richtig! Verdammte Scheiße! Das Krokodil ist normal eigentlich recht simpel. Oh, mit der klassischen... Das war jetzt ein bisschen zu knapp. Für meinen Geschmack. So, wo greifst du das an? Gas Tank. Kau da dran, du übergroßer Mistkerl. Hey. Im Prinzip wie im Original. Da kam auch in der Kanalisation das Riesenkrokodil. Kurz auf so den Tank runterlassen. Krokodil hat es ins Maul genommen, du schießt, bumm. Was zur Hölle war? Erstmal das. Komm einfach hoch. Ach, da. Ja, warte. Okay, ist nichts mehr. Wie gesagt, im Original war es ja auch so. Da haben sie es ein bisschen erweitert, also da muss es ein Krokodil ein paar Mal ausweichen, das war im Original nicht so, du konntest ja nur nach hinten gehen. Du kannst das Krokodil im Original sogar killen. Mit dem Messer. Also ich habe schon mal gesagt, beziehungsweise, ja, es haut halt dann ab. Aber es ist möglich. Du brauchst einige Versuche und sehr viele Heilsprays, aber es ist möglich. Ich habe schon Runs gesehen, da haben die das geschafft. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Alle Dinge verwandeln sich mit dem Virus. In Zero gab es auch, glaube ich, so Riesenfrösche. Und ich habe immer noch keinen Heilkraft gebraucht, bisher. Also jetzt halt in der Aufnahme. Nur, dass ich das richtig verstehe. Umbrella verkauft Monster wie das da an... wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren. So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher. Der Alligator war einfach. Aber schön, dass sie es da wie im Original gemacht haben, dass du da in die Luft jagen kannst. Wie im Original, das fand ich ganz cool. Munition? Nee, Quatsch. Ich sehe irgendwie überall Munition oder so. Ach, hier ist ja gar nichts. Das ist nicht so toll. Okay, hier könnte ich nochmal speichern. Keine Ahnung, hier ist sonst nichts. Mein Gott, wenn ich schon mal... Ist da echt nichts? Nee, hier ist nichts. Aber ich sehe... Ah, nee. Nee, passt schon, passt schon. Ja, dann speichern wir mal. Okay, weiter geht's. In der Kanalisation. Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Stopp! Hey, da!
Forscherin? Leon. Kümmere dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Im Original wurde Leon auch verletzt, da. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Ja, und wir spielen Ada. Sie entkommen mir nicht. Original hast du auch mal Ada gespielt. Boah, 9 Kugeln. Wow! Das ist ja viel. Ist hier irgendwas? Okay, warte mal. Da. Okay, komme ich nicht hoch. Glaub, das ist sogar der gleiche Bereich wie im Original. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Oh, hier ist echt nichts. EMF Visualizer. Ach, kannst Kabel aufspüren und elektronische Geräte hacken. Okay. Das war im Original nicht. Zeit für die Spezialwaffe. Okay, jetzt pass auf. Das führt da lang. Und hier wahrscheinlich hacken. Und... gut. Heißt es? Gut. Clear. Nichts leichter als das. Ich denke mal, das war jetzt noch das Einfache. Ohne dass irgendwas da rumwuselt. Weg mit euch. Also das ist... da habe ich es gesehen. Ah, das ist auch eine coole Mechanik, ehrlich gesagt. Boom. So. Hier ist Ada. Oh, GBGs. Warte. September-Inspektion. Erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Okay. Hi, Zombie. Oh. Moment. Habt kurz Zeit gerade für die. Habt kurz Zeit für die, habe ich gesagt. Oder kann ich hier durch? Nee, ich kann hier nicht. Los, mach mal Ruhe gerade. Aber kann ich da wieder hoch? Nee. Okay, ein Schuss. So, jetzt habe ich ein bisschen mehr Zeit. Also, das hier. Und dann wahrscheinlich hier runter. Also, mein Gott, einen Schuss vergeudet. Ja, nicht mal vergeudet. Ein Schuss und der ist down gewesen, hey. Das kracht aber nicht runter. Nee. Munition. Naja, haben wir zumindest ein bisschen was. Aber es kann wahrscheinlich ein Lucky Shot gewesen sein. Habe ich so das Gefühl. Habe ich einfach nur Glück gehabt. Okay. Okay, so weit reicht es nicht. Dann muss ich mich schon rumbewegen hier in der Gegend.
führt da lang. Okay, ist eine größere Anlage hier. Aber ich möchte halt auch ein bisschen meine Ruhe haben. Ja, genau! Und auf Warnung. So, einer weg. Gut, hier kann ich noch nichts tun. Jetzt pass auf, das geht da hinten. Und ihr wimmelt wahrscheinlich von Zombies. Ich meine, ich müsste die Zombies nicht killen. Ich möchte sie. Auch wenn es jetzt keine kluge Idee ist, vielleicht. Sag mal, wo... Ach, dahin. Nein. Nein! Habe ich gesagt. Ja, es ist halt so ein bisschen eine Sache, wenn du wirklich die so killen willst. Reden die gar nicht Quatsch zusammen? Ah, da lang. Hi. Gut. Halt, 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 halt. Munition. Und eine Blendgranate. Warte, nachdem ich sogar Munition habe. Okay, wobei, andererseits. Nee, das kann ich jetzt lassen. Dann kann ich wieder zurück. Kann ich wieder zurück. Passt schon. Ich glaube, das ist sogar schon offen. Dann muss ich jetzt nicht mal was tun. Ja. Ist offen. Ja, du stehst da auf. Ist gut. Jetzt kommst du eh nicht mehr her. Lul. Jetzt hab ich sie. Ja, da ist Annette. Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich ihm lassen. Ich denke mal, da komme ich wahrscheinlich mit Leon. Denke ich mal hier auch hin. Okay, das ist eigentlich gar kein so großer Bereich. Was war das? Ja, ja, da. Da unten watschelt die Zombies rum, aber die sind mir eigentlich herzlich egal. Boah, Jesus, wo lang eigentlich? Hä? Hartnäckiger Mistgeist. Ach nö! Nicht dein Ernst! Au! Nice! Wenn du eine Aktion ausführst, dann kann er nichts machen. Das ist gut! Was wichtig ist, dass ein... Eigentlich... Oh, Jesus. Ich habe nämlich auch nichts zum Heilen. Das ist nicht sehr klug. Ja, Munition. Wow! Und nur? Okay, da ist was ich machen kann. Toll. Mit dem nächsten Schlag bin ich weg. Oh Gott, da lang.
Jesus! Aber ich glaube, der folgt mir hier hin. Natürlich folgt er mir hier hin. Das war jetzt nicht... Nein! Dachte mir schon. Los, wir vorbei! Sehr schön. Ja, ja, marschier, marschier, marschier. Kann ich jetzt? Ja. Beeilung, Beeilung, Beeilung. Und ich bin auf Gefahr, hey. So. Kann ich hier lang? Ja, okay, ich kann hier lang. Aber Heilung wäre nicht schlecht. Heilung wäre gar nicht so verkehrt. Puh. Also das war jetzt extrem knapp. Toll, speichern kann ich. Von allen Sachen, weißt, kann ich speichern. Ja, dann speichern wir. Ich glaube, wenn ich den Teil auch jetzt nicht angeschossen hätte, ich hätte es nicht überlebt. Mm-mm. Keine Chance. Das hätte ich nicht geschafft. Hier ist... So. Muss jetzt sein. Aber hier... Ja, ja, hier ist auf jeden Fall noch was. Aber keine Ahnung wo. Ich weiß noch nicht, ob ich hier überhaupt ein Kraut finde. Ich weiß nicht mal, ob ich richtig gehe. Ich meine, der nächste Schlag... das war's dann. Ah! September-Inspektion, zweite Woche. Mit dem frisch eingetroffenen neuen Armband können wir endlich mit unserer Inspektion des Abrissgeländes beginnen. Was den Bericht von neulich über den Verbrennungsofen angeht, so ist alles in Ordnung. Wahrscheinlich ist es nur Sperrmüll. Ich werde nach Abschluss dieses Berichts mal einen Blick darauf werfen. Tu das. Einfach mal Hebel. Umlegen! Würde ich sagen, dass ich jetzt da reinschauen soll. Warte, bevor ich da hingehe. Ich glaube, sonst gibt's nichts mehr Großartiges. Ich glaube, das ist... ID-Armband für Zutritt erforderlich. Ja, genau, da kann ich ja, also... Ja, oder meinst du, es flackt da drin irgendwo? Ernsthaft? Ach, lol. Da hinten, oder? Ja, ID-Armband. Bravo. Hä? Freuen Sie mich jetzt lebendig. Sie kriegen Genie in Ihre Drecksfinger. Was haben wir hier? Bin nicht als Einzige dahinterher. Das wissen Sie. Dann sterben Sie nicht allein. Also ich habe hier so drei Dinger, muss ich... Oh Gott, ich habe Zeitlimit. Ich habe ein Zeitlimit. Das ist nicht so gut. Hallo? Das. So, das führt da lang. Halt, warte mal. Da wahrscheinlich. Nummer 1. Oh, da hast du nicht viel Zeit. Da hast du echt nicht viel Zeit, hey. So, und jetzt muss. Warte mal. Da. Oh, GB Jesus! Das wird knapp. 3. Alter, war das knapp, ey. Das Miststück weiß, was sie tut. Also, die Folge, hey, erster Tyrant, dann das hier.
Jesus, ey. Besucherrechte bestätigt. Danke. Ihre ID ist gültig bis 1. Oktober. Bitte bis zu diesem Datum zurückgeben. Ja, ja. Könnt ihr vergessen. Boah, hey. Also ich hab echt hier schon knappe Momente erlebt. Muss ich ob da lang? Ich denke mal, hier ist auch nichts, was ich holen kann. Also im Endeffekt... Ja, yep, Original-Sound. Schluss mit dem Katz-und-Maus-Spiel. Das Spiel ist aus. Verloren. Sagen Sie mir, ist Ihr Mann noch am Leben? Oder ist er eliminiert? Und Sie ernten die Lorbeeren für Jean. Interessante Theorie. Wenn Sie nicht kooperieren, hole ich eine Probe vom Nest. Nur über meine Leiche. Oh oh. Jetzt braucht sie Leon ganz dringend. Da ist er. Ada. Ada? Verdammt. Gut, jetzt spielen wir wieder Leon. Ada finden. Aber komm ich theoretisch... Wo bist du? Gleich. Kann ich dann nochmal theoretisch... Nein. Ich komm nicht zum... Aber okay, ich brauche nur ein bisschen wahrscheinlich gehen. Und dann komme ich zum Speicherpunkt. Läuft das theoretisch? Ja. Da also. Da ist ein Speicherpunkt. Truhe, glaube ich, muss ich gerade nichts hinschmeißen. Nicht unbedingt. Deshalb würde ich sagen, speichern. Dann lasse ich es erstmal gut sein. Und beim nächsten Mal schauen wir, dass wir jeder finden. Mhm. Gut, dann sei mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.